Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen auf meinem Kanal zurück zu einer neuen Serie, die Danny sich ausgedacht hat, und zwar Discard Roulette. Und heute geht es um POTM Mbappé, Kylian Mbappé, der auf der Uhr steht. Der könnte heute, wenn es ganz, ganz bitter für uns beide kommt, abgestoßen werden. Und mit dabei ist dann natürlich der Erfinder der Serie, Pro Owns. Ah. Yo, was geht ab, Leute? Pro Owns ist auch am Start. Wir sehen hier im Hintergrund auf jeden Fall ein Rad und dieses Rip-Rad, das entscheidet am Ende, was abgestoßen wird. Wir bauen gleich bei den Draft und haben dabei 5 Challenges, und je nachdem, bei wie vielen Challenges man besser als der andere abschneidet, davon für den anderen drehen. Und dann kommt hier beispielsweise bei Runden, dass ein What-If discarded werden muss. Da geht man auf den Transfermarkt, sagt eine Zahl und ein zufälliger What-If muss discarded werden. Wir können Discard zum Wert von 5 oder 10 Millionen kommen, wenn es ganz scheiße läuft. Und wenn das Rad RIP anzeigt, dann wird der Starspieler der Folge, nämlich Mbappé, POTM discarded. Also sehr gefährlich alles hier. Ja, ultra gefährlich, Leute. Und für diese Idee, wenn ihr das Ganze feiert, lasst doch gerne mal ein Like da. Danny, wie viele Likes willst du für deine eigene Serie sehen? Oh, für die Serie kann man schon mal 12.000 Likes auf jeden Fall droppen. Puh. Okay, müsst ihr Gas geben, Leute. Lasst gerne ein kostenloses Abo bei mir da. Und bei Danny gibt es natürlich auch noch eine Episode, die allererste. Gerne abchecken, erster Link in der Beschreibung. Und es wird jetzt so sein, wir gehen beide ins Draft, haben die 5 Kategorien, die Danny eben vorgelesen hat. Und dann schauen wir am Ende einfach mal, wer das Ding holt. Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Jo, ich wäre soweit ready. Also wir haben die Kategorie noch gar nicht gesagt. Also es geht einmal darum, weil Mbappé ja der Starspieler ist, Mbappé im Team zu kriegen. Ja. Wenn einer von uns Mbappé hat, der andere nicht, ist das schon mal ein Punkt. Ein Discard für den, der ihn nicht hat. Wenn die beide haben oder wenn die beide nicht haben, dann wird das am Ende gestrichen. Bei Gleichstand muss keiner discarden. Dann geht es darum, wer hat mehr Franzosen, passend zu Mbappé. Ja. Wer hat mehr Icons, wer hat am Ende die höhere Bewertung. Da wird Rating und Chemie zusammengezählt. Und um nochmal was Lustiges mit reinzubringen, nehmen wir auch, wer hat mehr Non-Rares im Team am Ende, damit man auch mal bei einer Auswahl die Non-Rares mitnehmen muss. Es sind ein paar geile Kategorien dabei, ja. Leute, ihr habt es gerade gehört. Und es könnte sein, dass Danny was discardet und ich discardet. Das heißt, In dieser Episode kann es auch sein, dass nicht nur einer discardet, sondern beide. Damit würde ich sagen, gehen wir ins Draft rein. Bist du ready? Ich bin auf jeden Fall ready. Bis zu 5 Discards kann es geben. Uiuiui, ich bin ready. Sollen wir reinstarten? Komm, 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Ich brauche eine gute Formation. Ah, man braucht ja auch am besten wieder eine Formation, wo man Kylian kriegen kann, ne? Na gut, eine Formation ohne ST gibt's ja selten. Ich nehme mal was von. Es gibt ja auch den linken Flügel noch, ne? Kann man, glaube ich, auch bekommen. Gibt's da irgendwie eine Karte? Ah, ja, ja, dieser Champions League Man of the Match. Im POTM kann man ja in Drafts gar nicht kriegen. Ich glaube, ich nehme diese Formation hier, Leute, glaube ich. Schwierige Situation, wenn man halt echt einen Franzosen und eine Icon hat, ne? Aber was willst du machen? So, ich nehme diese Formation mit. Ich bin sehr gespannt, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Und jetzt ist die Frage, die nehme ich den mit oder den anderen? Oh, meine Kopfhörer sind gerade leer geworden, aber du kannst einfach weitermachen. Die Sache ist, es zählt natürlich auch bei den Non-Rares und bei der, bei den Icons und bei den Franzosen und so. Nicht nur die Leute, die in der Startelf sind, sondern auch die auf der Ersatzbank. Das muss man auf jeden Fall im Kopf behalten. Ich glaube, hier muss ich den Kollegen mitnehmen, der macht am meisten Sinn. Bist du noch da, Wax? Ja, ich bin da, ich höre dich. Und ich hatte gerade so eine kranke Entscheidung vor mir. Ne? Ich sag dir, wie es war. Ich hatte Ronaldinho und ganz viele andere Icons, aber auch Trezeguet. Und der ist ja Franzose. Und deswegen habe ich mich dann am Ende doch für Trezeguet entschieden. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Schon wieder so frech, was du für Sachen bekommst. Also, ich muss den Kollegen hier mitnehmen. Ich krieg schon wieder nicht so ein super Team. Ich merke das schon. Ich werde schon wieder auseinandergenommen. Ich habe auch das Gefühl, ich werde hier wieder keinen Mbappé kriegen. Ja, mit Lachen und so. Hey, ich weiß, warum Drop mich so liebt, ne? Aber Bro, was passiert hier? 3 Spieler und 3 verrückte Spieler schon wieder. Hilfe! Vielleicht gewinne ich die Non-Rare-Kategorie. Junge, Danny gewinnt safe die Non-Rare-Kategorie oder so. Ich denk, das könnte auf jeden Fall hinhauen. Machen wir mal so. Machen wir hier weiter, komm schon. Ah, für die Quote, Leute, für die Quote. Ja, man muss sich echt breit aufstellen, Leute. Man weiß ja auch nicht die ganze Zeit, was der andere hat. Ne? Hat er schon 2 Franzosen, hat er 3, hat er vielleicht 5? Sollte man sich lieber auf eine andere Kategorie konzentrieren? Genau, das ist es. Wenn du schon 7 Icons hast und ich hier 2 Icons habe und mir eine Icon vorgeschlagen wird und ein Franzose, dann macht es viel mehr Sinn, den Franzosen zu nehmen, weil bei den Icons kann ich sowieso nicht mehr gewinnen. Das heißt, man muss immer so ein bisschen abschätzen, was hat der andere vielleicht gerade, was macht mehr Sinn. Aber wenn man zu viele Franzosen jetzt nimmt, die gar nicht zueinander passen, so, weiß nicht, dann kommt man auch nicht auf Chemie. Also klar, wenn man jetzt 11 Franzosen hat, die passen schon irgendwie zueinander, die haben schon ihre Orange und Links. Aber du weißt, wie ich das meine, wenn zwischendurch halt ein paar andere sind, kann man die halt schon schwer linken. Ja.
Wie ist das mit den blauen Champions League-Karten, die eigentlich Non-Rare sind? Zählen die mit oder zählen die nicht mit? Nee, Non-Rare muss schon richtig Non-Rare sein, würde ich sagen. Okay, also nicht blau angemalter Non-Rare, der zählt dann nicht, würde ich auch sagen. Hier ist ein Non-Rare auf jeden Fall schon wieder. Ja, Mann, der ist sehr gut. Der hier, der ist sehr gut, Leute. Der passt sehr gut ins Team. Der sorgt für ein bisschen Chemie. Ich gehe auf diese ekligen Varianten, ey. Junge, du gehst auf diese full ekligen Varianten, ne? Ich merke schon, bei den anderen kann ich nichts reißen. Ich werde schon wieder verarscht mit den Spielern, die ich bekomme. Ich sehe schon, Danny, der geht nur auf Non-Rares. Wir full Non-Rare-Team. Ich krieg keine Icons und so. Ich krieg nichts. Ich krieg nichts. Und du kriegst wieder full Icon-Team wahrscheinlich. Nein, nein, ich habe diesmal nicht so viele Icons wie bei dir im Video. Noch nicht, noch nicht. Kein einziger Torwart, der nur einen Link hat. Okay, das sieht schon nicht schlecht aus, sag ich euch ehrlich, Leute. Sieht schon nicht schlecht aus, so für die Kategorien, für das Rating und. Non-Rare, 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 Ehrenmann, Digga. Non-Rare Keeper, nice. Der natürlich auch niemanden passt. Jetzt stehe ich vor einer Entscheidung, die anders schwer ist. Ich habe eine Icon, da hätte ich eine Icon mehr. Oder ich habe einen Franzosen, hätte ich einen Franzosen mehr. So eine wilde Entscheidung muss ich jetzt machen. Und wisst ihr, was ich mache, Leute? Ich gehe mit dem hier. Ich sag Danny nicht, mit was ich gehe. Okay, das ist aber auch was okay. Ist das, Bruder? Jetzt mal Real Talk, was ist das? Guck mal. Guck mal. Stark. So ein Team hat man noch nie gesehen, ehrlich. Stark. Den kann ich nicht stark durchstellen. Was tue ich hier? Was brauche ich hier? Ich weiß es nicht. Hab ich hier Franzosen dabei? Ey! Der Brot kann schimmeln. Was kann mein Team, ehrlich? So schlimm, oder was? Ja. Ja, immerhin könnt ihr dann auf meinem Bildschirm schauen, Leute. Da seht ihr vielleicht noch mal einen Weltrekord oder so. Ah! Ey, das war die krankeste Entscheidung, eben den nicht genommen zu haben, ne? So wild. Oder ich nehme ihn jetzt. Ja, mein Account ist verflucht oder so inzwischen. Warum? Okay, jetzt mal Retalk. Also ich schwitze jetzt auch. Also, was, warte mal. Oder kann ich hier irgendjemanden reinstellen, der irgendwas kann? Das ist eine gute Frage, Mann. Ich kenne deinen Draft nicht. Ich kenne meinen Draft selber nicht. Ich sage dir, was ist das? Ey, das Ding ist, Leute, ich glaube, im SBB wissen wir, glaube ich, alle, dass ich da sehr, sehr geringe Chancen habe, Danny dicke Discards reinzuhauen. Aber hier in dieser Serie ist es auch mal möglich, mit ein bisschen mehr Glück oder mit ein bisschen mehr, weiß nicht, ich glaube, es hat im Draft auch viel mit Glück zu tun, weil wir beide wissen, wie man Draft baut, würde ich sagen. Ja, wer das Beste hat, der... Ich habe gestern erst 192 gebaut, also ich kann schon Drafts bauen, aber... Ja, das meine ich ja. Das hat dann im Endeffekt, wenn beide es können, nur noch mit Glück zu tun. So, wer bekommt was? Und das ist das Geile an der Serie, weil da kann jeder gegen jeden gewinnen. Ich rasier mir gleich die Augenbrauen, ne? Ich werde hier auch schon wieder ohne Mbappé rausgehen, einfach weil die nicht können. Ja, gib mir noch einen fucking Mbappé, Mann. Boah, Bro, ich krieg die ganze Zeit irgendwelche Leute, die ich nicht gebrauchen kann. Ich will Mbappé haben, Mann. Ich hab den nämlich auch noch nicht, Danny. So viel kann ich sagen. Kann ich mit dem irgendwas machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ist hier ein Franzose bei? Natürlich nicht. Das ist die Franzosen bei dir schwierige Nummer, oder was? Schwierig, Digga. Ganz schwierig. Alles ist schwierig bei mir. Okay. Ich hab nur noch zwei Spieler hier. Zwei Spieler, die ich hier noch suchen muss. Ja, ich habe auch genau zwei. Wir bauen immer gleich schnell, ne? Schon wild. Und der letzte ist dran. Und hoffentlich kriege ich hier nochmal jemanden. Ja, das ist klar. Das ist klar, dass das hier das Ding bei mir durch ist. Ich glaube, ich kann da echt nicht mehr viel machen. Was haben wir denn für Kategorien? Ich schaue nochmal kurz nach. Ich glaube, viel mehr kann ich hier tatsächlich nicht mehr machen. So noch. Das funktioniert. Das Team, ne? Wenn Gegner das sehen, die lachen mich aus. Nochmal Non-Rare, das ist wichtig. Ich gehe so auf die Non-Rares, Mann. Das ist meine Chance, hier einen Punkt zu holen. Alles andere kann ich so vergessen. Der ölt auf Non-Rares, Leute. Habt ihr sowas schon mal gehört, dass jemand auf Non-Rares ölt? Ich fühle, dass ich die Kategorie eingebaut habe. Also ich komme weder auf ein gutes Rating. Kein... Ich wäre down, den Manager also, zu suchen. Der Manager zählt auch noch dazu, Leute. Wenn wir hier noch einen Franzosen bekommen, dann ist das auch nochmal sehr gut. Kann hier bestimmt noch mehr Rating rausholen. Ich habe Team Fühl unterschätzt. Junge, ich habe die ganzen Non-Rares auf der Bank gehabt. Komm nicht hoch. Ich muss hochkommen irgendwie, Leute. Ich muss irgendwie noch hochkommen. Nee, Mann. Ja, egal, dann lasse ich es einfach so. Dann lassen wir es einfach so, würde ich sagen. Dann wäre ich ready. Ich werde wirklich ready. Ich würde sagen, Leute, wir machen kurz einen Cut und dann sehen wir uns wieder, wenn Danny durch ist. 2000 Jahre später. Ja, also wir können von mir aus den Manager abholen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ey. Bist du ready? Jo, 320, go! Ich bin Franzosen einfach. Ich bin sehr gespannt, ob du mich die ganze Zeit verarscht hast oder ob das alles real war, was du hier von dir gegeben hast. Wir können ja schon mal jetzt hier das Rating sagen, was da jeweils bei uns steht.
Ja, dann haben wir das schon mal durch. Was hast du? Hab schon einen Punkt bei dir geschrieben. 186, wie? Junge, bei Release brauche ich bessere Teams als das. Was ist das, Mann? 190, nehme ich mit. Okay, wir machen also Mbappé. Hast du Mbappé? Nein, du? Ah, besser ist das. Ja, okay, Mbappé hat keiner. Das heißt, das ist schon mal gut. Ah, was? Dann sag mal Icons. Da könnte. Ne, ich glaube, da hast du. Boah, ich habe 8 Stück. Ja, ich habe 5. Das ist zu krass. Ja, Franzosen habe ich auch noch nicht gezählt. Lass erst noch Non-Res machen. Wie viele? Nur 3, da hast du gewonnen. Ah, 6 sogar. Franzosen? Eine ganze Mannschaft. 11 oder was? Ja, ja. Hä? Brauchst nicht weitermachen, Bro. Brauchst gar nicht zählen. Da habe ich gewonnen, keine Sorge. Wie? Ich bin sogar ganz auf Franzosen gegangen. Digga, du. Bro, ich habe alles. Ich habe PSG, ich habe Desailly, ich habe Varane, ich habe Ben Yedder, ich habe Mandanda, ich habe Future Stars, What-If-Karten, Informs, Franzosen, die ganze Nationalmannschaft. Nicht nur, dass du Franzosen kriegst, die sind auch gleichzeitig noch Icons, bringen gleichzeitig noch Teambewertung, bringen noch ihren Bruder mit, der Non-Rare ist, und rufen noch Mbappé an, dass er auch vorbeikommt. Bruder, was passiert hier? Also, was haben wir? 3-1 für mich. 3 Discards für Danny, 1 Discard für mich, Leute. Ich würde sagen, dann fangen wir mit den Discards bei Danny an. So, da sind wir angekommen. Danny ist auf dem Markt. Wir fangen an. Du darfst für dich selbst drehen. Das tut schon weh, wenn man für sich selbst drehen muss. Ich hoffe, das bleibt nicht auf RIP stehen. Ja, aber Icon bei RIP wehtun. Drehst zu viel, was wehtut. Ja, da gibt es einiges. Aber es gibt auch eine Kategorie. Wenn du die treffen solltest, dann wäre schon wild. Jetzt wer Gold? Oh mein Gott. Oh. Es ist Gold! Es ist Gold! Es ist Gold! Bruder, jetzt nicht Ronaldo oder sogar, ist alles gut. Hier, ich mach sogar Gold selten, weil ich großzügig bin. Sag mal deine Zahl. Oh mein Gott, Jackpot. 10. Okay, der zweitletzte ist das. Der könnte 1.000 kosten, das ist Vinicius. Der kostet 3.000. So, hier auf der Liste, das ist mein erster. Leute, bei Gott, das ist hier nicht gefaked oder so. Das ist gerade einfach wirklich passiert. Wenn du jetzt nochmal, mach weg vom Gold das Ding und dann dreh erst. Okay. Jetzt dreh. Ja, versuch Mann, nochmal 2. Wenn jetzt nochmal Gold. Gold kommt, ich heul. Mama mia, sag deine Zahl. Was passiert hier? Zweite Seite 10. Zweite Seite 10? Digga, WTF. Okay, das ist voll komisch gerade. Jo, kostet 3.000 oder so. Keine Ahnung. Hä? Nehmen wir jetzt full aus Arm. Einfach trainiert, er hat Vorvideo trainiert, wie man drehen muss. Er hat einfach Vorvideo trainiert. Oh, what if? Der ist aber hart. Skandal. Skandal, Digga. Skandal. So? Ja, zweimal Gold, Junge, wer fragt noch wieso? Komm wieder grinnen. Junge, bei mir im Video musste ich 4 Discarden, da waren alles schlimme Kategorien. Darf man auch einmal Glück haben, und dieser What if kann auch 1 Million kosten. Jetzt sag erst mal die Zahl. Okay, ich nehme die Nummer 7 für CR7. What if? Blue? Nein! Wer ist es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist Mbabu. Und der ein daneben war Sancho, what if? Digga, ich dachte, es ist Sancho, es ist Mbabu, okay. Aber Mbabu auch 300, 400k, oder? Ja, 300k, ja. Was ist okay? Digga, bei 3 Picks bin ich jetzt mit 300k rausgegangen, weil ich Goldspieler Geix kosten. Ich sagte, dein einer Pick wird mehr kosten. Bist du ready für deinen Pick? Ja, Mann. Ich gehe auch schon mal auf den Markt. Mit Auge machen. Oh! Totti Nomini, let's go! Die sind fast alle mehr wert als 200k oder so. Da gibt's Mané und Co. Wen gibt's da noch? Mané, Robertson und Co. Das wird bitter enden. Ich muss kurz den Account wechseln, Leute, auf meinen Main-Account, und dann suche ich. So, dann kommen wir mal zu deinem Totti Nomini. Also guck mal, ich hatte Pech bei den Drafts, aber dafür hatte ich jetzt Glück beim Rip-Rad. Komm, ich nehme die Nummer 8. Bro, das kann einfach teurer werden als... Alles, was du ja das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, man. Also, 7, 6, 5 wäre Robertson gewesen. 500k. 9 wäre Marquinhos, 10 wäre Immobile, 8 war Jesus Navas. Als Maul, ey, jetzt hast du auch Glück gehabt. Wie viel kostet der? Unter 150. Okay. Tut trotzdem weh, 150k, aber besser als ein Mané oder so, Leute. Danny ist glücklich davon gekommen in der Episode, obwohl du hast mehr discarded als ich, also mehr Coins. 300k, ne?
Insgesamt haben wir eine halbe Mio discarded, aber in deinem Video sah das Ganze nochmal ganz anders aus. Deswegen zwei Videos, die Coins Verlust gemacht, aber so ist das Leben. Lasst ein Like da, Leute. Checkt auf jeden Fall Dannys Episode. Achso, ich muss ja noch kaufen und discarden, Lul. Ich mach das kurz noch. Sehen wir uns gleich wieder da. So, wir sind beide in der Gold Upgrade SPC. Dannys Spieler sind drin, mein Spieler ist drin. Und dann würde ich sagen, hauen wir den Dreck weg. Weg mit den Viechern. 3, 2, 1, weg mit den Viechern. Jo, bei mir sind sie auch weg. GG, Mann. Sehr interessantes Duell. Mit blauem Auge davon gekommen hier bei dem Ding. Genau, Leute. Wie gesagt, bewerten, abonnieren nicht vergessen. Dannys Episode vergessen, nicht abzuchecken. Und damit sind wir raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.